Die Türkei hat die bereits bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ausgeweitet. Hier in Ankara, aber auch in Istanbul und in anderen Großstädten gilt seit Mitternacht für 2 Tage eine weitgehende Ausgangssperre. Das hat das Innenministerium mitgeteilt. Bisher mussten schon Personen unter 20 sowie Senioren zu Hause bleiben. Das öffentliche Leben war bereits weitgehend eingeschränkt. Zur Arbeit konnten die Menschen bisher aber noch gehen. Nicht nur in Istanbul bildeten sich am Freitagabend lange Schlangen vor Lebensmittelgeschäften und Supermärkten. Der Regierung zufolge sollen lediglich Apotheken und Gesundheitseinrichtungen weiter geöffnet bleiben. Zuletzt waren in der Türkei in 24 Stunden 98 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Insgesamt liegt die Zahl der Toten dem Gesundheitsministerium zufolge bei mehr als 1.000.